Kapitel 17. Berlin. Ich füllte Öl nach, dann wechselten wir. Es war Mittag und wir hatten schon die Hälfte der Strecke nach Berlin geschafft. Seit kurzem waren wir wieder auf deutschen Autobahnen unterwegs. Total anstrengend. Ohne Geschwindigkeitsbeschränkung. Da traten alle voll durch. Echter Stress. Jens machte das nichts aus, er fuhr ja auch lieber Auto, als zu Fuß zu gehen. Unser Navigationssystem vermisste ich überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Und außerdem ging die A9 bis nach Berlin durch. Es war langweilig, aber schön. Meine Wirbelsäule schmerzte ab und zu. Ich versuchte an nichts zu denken, was mir über weite Strecken gut gelang. »Kennst du die Junke-Reklame auf dem Kuda, mein Jutta?« fragte Jens, ohne den Blick von der Straße abzuwenden. »Klar, die Reklame ist das Erste, was Daniel Brühl in dem Film Goodbye Lenin sieht, als er am Bahnhof Zoo ankommt. Genau, Harald Junke mit Stäbchen im gelben Polunder und übergroßem Jackett, die kross gebrannte Pekingente vor sich. Ja, das Bild ist genial. Das ist so ein Leuchtreklamewürfel, der auf ein China-Restaurant hinweist. Da gehen wir als Erstes hin, wenn wir in Berlin sind. Das ist, glaube ich, auf der Budapester Straße«, sagte Jens. »Ja, das finden wir schon«, sagte ich. »Und dann stoßen wir auf den Junke mit einem Gläschen Cognac an. Sollten wir nicht auch noch Chinatown besuchen? Finde ich wichtig. Chinatown in New York, Chinatown in London. Wo ist das in Deutschland? Berlin? Chinatown in Berlin, kommt mir spanisch vor. Gibt es ein Chinatown in Berlin? Du weißt doch sonst alles. Das wundert mich jetzt aber, Jens. Ist ja gut. Also es gibt und gab noch nie ein Chinatown in einer deutschen Stadt, richtig? Falsch. Ein gutes Gefühl, dass mein Halbwissen dein Halbwissen schlagen kann. Es gab ein Chinesenviertel in Hamburg. Das habe ich zufällig erfahren, als ich mich auf dem Kiez verlaufen hatte. War schon spät, ich wollte den goldenen Handschuh und das mal überprüfen, also das, was in dem Buch steht. Habe ich nicht gefunden, den Handschuh. Soll ja auch total touristisch sein. Egal, jedenfalls landeten wir bei Marietta in der Hongkong-Bar am Hamburger Berg. Jeden Tag 24 Stunden geöffnet.